Herzlich willkommen. Stellen Sie sich vor, Sie erben 2 Millionen Schweizer Franken. Was tun Sie? Heben Sie ab zur Weltreise? Prüfen Sie Privatschulen für Ihre Kinder? Investieren Sie das Geld, um später noch mehr zu haben? Oder spenden Sie im großen Stil, weil Sie finden, Erben sei ungerecht? Tatsache ist, 95 Milliarden Schweizer Franken wurden 2020 hierzulande vererbt. Mehr denn je zuvor. Ist das ein Problem? Und falls ja, inwiefern? Meine heutigen Gäste haben so unterschiedliche Antworten wie Sie zu Hause vermutlich auch. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Marlene Engelhorn. Sie ist Germanistikstudentin und Mitinitiatorin von Tax Me Now, einer Organisation, die sich unter anderem für eine Besteuerung von Erbschaften einsetzt. Und sie ist uns wegen des Lockdowns in Österreich aus Wien zugeschaltet. Dann ist bei uns Ernst Wilhelm Händler. Er ist vielfach preisgekrönter Romanautor, Ökonom und Unternehmer. Und bei uns ist Stefan Gosepat. Er ist Professor für Philosophie an der Freien Universität in Berlin. Ganz herzlich willkommen. Hallo. Ja, danke für die Einladung. Frau Engelhorn, Sie stecken ja in einer Lage, um die Sie wahrscheinlich viele beneiden würden. Sie werden nämlich dereinst mehrere Millionen Euro erben. Sie sagen aber gleichzeitig, 90% des Geldes wollen Sie abgeben. Warum? Also mindestens 90%. Wir werden dann ja sehen, wie viel es wird, weil ich die Zahlen ja auch nicht kenne. Aber der Grund ist der, dass Vermögen in dieser Größenordnung keine Privatsache mehr ist, sondern tatsächlich das alle etwas angeht, was mit dieser Art von Vermögen passiert. Das ist undemokratisch und in meinen Augen auch absolut gesellschaftsfeindlich, wenn es Privatpersonen gibt, die diese Art von Macht und Lebenschancen, weil das geht mit diesem Vermögen einher, bündeln können. Und in meinen Augen wäre eine sinnvolle Steuerpolitik eine, die sich dessen annimmt und die das dann wegbesteuert, damit das Geld wieder dorthin geht, wo es herkommt, und das ist die Gesellschaft. Also wir sehen schon, das ist jetzt nicht nur Ihr Privatvergnügen, sich in diesem Bereich irgendwie zu betätigen, sondern Sie sprechen von Steuersystemen. Sie haben ein systemisches Problem eigentlich im Blick. Und Ihre Großmutter Traudl Engelhorn, die sitzt sozusagen jetzt auf einem sehr großen Vermögen und hat Ihnen das angekündigt mit dem Erbe. Wie ist es denn für Ihre Familie, dass Sie sich öffentlich engagieren bei Tax Me Now, eben einer Organisation, die die Besteuerung von Erbschaften unter anderem vorantreiben will? Was sagen die dazu? Wir sprechen ein bisschen mehr über Steuern als früher. Keine Ärgersituationen? Wie auch im Gespräch vorangekündigt, spreche ich weder über die Familie noch über Privates mitunter, weil die sich nicht live dann damit auseinandersetzen können. Das ist unfair. Mhm. Wir sehen schon, Sie haben ein sehr großes Gerechtigkeitsverständnis. Herr Händler, Sie sind nicht Mitglied bei Tax Me Now. Nein, warum sollte ich? Weil Sie vielleicht als eine Person, die auch mit viel Geld zu tun hat, ein Interesse daran haben, auch mehr Steuern zu bezahlen? Habe ich nicht, und ich finde es sehr sinnvoll, wenn Frau Engelhorn an die Gesellschaft denkt, bloß das ist völlig falsch gedacht. Die Gesellschaft hat überhaupt nichts davon, wenn es dazu kommt, dass 90% aller Vermögen praktisch abgegeben werden müssen. Ich nenne ein ganz einfaches Beispiel. Sie haben eine Firma, die macht 2 Millionen Umsatz, Sie haben 20 Leute. Sie sind 60 Jahre und wollen Ihre Firma verkaufen. Jeder, der die Firma kauft, wird sagen, das, was der will, das kann er sich abschminken. Der muss doch sowieso verkaufen hier, wenn er noch irgendwas von seiner Firma haben will. Das wäre also, wenn man wirklich das in der Form macht, dass man komplett das Erbe praktisch dann nicht bloß besteuert, sondern einfach praktisch unmöglich macht, dann ändert man die Gesellschaft komplett und nicht zu ihrem Besten, sondern dann ist man im Mittelalter. Und zwar, Entschuldigung, dann machen Sie abhängig den Wert eines ökonomischen Gutes von einer Person. Das ist das Mittelalter, das ist Leibeigenschaft oder so etwas Ähnliches. Ja. Wieso passiert diese Gleichung? Wieso sagen Sie, man macht das dann abhängig von einer Person? Ja, weil es ja von dem abhängt, der verkauft. Das ist natürlich, wenn Sie jetzt Aktien von der CS haben, von der UBS, von Roche oder von Novartis, dann können Sie teilen, dann können Sie sagen, okay, ich habe 100 Aktien und 90 gebe ich ab, die restlichen 10 behalte ich. Das ist sinnvoll irgendwo. Aber sehr viele ökonomische Dinge, die vererbt werden, sind ja so gut wie nicht
teilbar irgendwo. Und das hatte dann seine Konsequenzen eben in dem Beispiel, was ich versucht habe hier zu erklären. Das geht gegen den kompletten Mittelstand, das geht gegen alles, was nicht CS, UBS, Roche und Novartis ist. Frau Engelhorn, Sie gucken nicht sehr begeistert. Ich glaube, es werden hier ein paar Dinge vorweggenommen, die nicht so klar sind, wie es immer scheint. Zunächst, wenn ich von Erbe spreche, spreche ich nicht zwangsläufig von einem Unternehmen. Jetzt müssen wir definieren, was ist ein Vermögen und inwieweit wird es besteuert und welche Steuern greift wo. Also da gibt es ja, um Vermögen zu besteuern, verschiedene Möglichkeiten. Man kann Erbe besteuern, man kann Schenkung besteuern, jede Art von Finanzübertragung oder Finanztransaktion. Man kann Kapitalerträge besteuern, man kann Grund besteuern und so weiter und so fort. Das ist wichtig, damit man schauen kann, welche Art von Vermögen wie besteuert wird und damit das auch aufeinander abgestimmt werden kann. Das nächste ist, es gibt Freibeträge, über die kann man immer diskutieren. Die sind auch in fast jedem Modell vorhanden. Das bedeutet, man kann sagen, ab einem Vermögenswert des Unternehmens von, sagen wir, 5 Millionen erst wird besteuert und drunter nicht, dann schützt das durchaus auch den Mittelstand. Also das ist ja alles diskutierbar. Das heißt, man sollte nicht davon ausgehen, dass nur weil eine Person sagt, ich finde unfair das Erbe, das mit Leistung nichts zu tun hat. Also ein Erbe bekomme ich ja geschenkt, dafür muss ich nichts tun. Mhm. Dass das groß besteuert wird, ist, glaube ich, das entspricht dem Leistungsprinzip, auch wenn ich da recht kritisch bin, so Michael Sandel-mäßig. Ich glaube, die Meritokratie ist auch eine böse Lüge, die wir uns erzählen, um uns in diese individuelle Schuldfalle zu verwickeln, von wegen, wer nicht reich ist, ist wahrscheinlich selber schuld. Aber das ist absurd, weil man wird durch Arbeit in der Regel nicht reich. Deswegen würde ich aufpassen mit den Selbstverständlichkeiten. Mhm. Auf die Meritokratie, also auf dieses Leistungsprinzip, gehen wir gleich noch ein. Vielleicht noch einmal zurück zu Ihnen, auch zu Ihrer Geschichte, warum Sie wahrscheinlich jetzt auch das Unternehmen bringen. Sie selber sind ja in jungen Jahren ins metallverarbeitende Unternehmen Ihres Vaters eingestiegen und haben dann nach dem Tod ganz viele Erben ausbezahlen müssen und standen erst einmal da mit ganz vielen Schulden. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass Sie dank dem, dass Sie gesagt haben, ich ziehe dieses Unternehmen weiter, haben Sie viele Arbeitsplätze gesichert. Sie haben weiteren Wohlstand sozusagen auch generieren können. Würden Sie sagen, Erbe verpflichtet? Ja, selbstverständlich verpflichtet das. Und das, was Sie gesagt haben, ist auch nicht richtig, dass man immer erbt einfach so. Mein Vater hat zum Beispiel gesagt, entweder machst du die Firma oder du kriegst 2000 Mark monatlich und jemand anders kriegt die Firma. Und das ist eine völlig typische Verhaltensweise im Mittelstand. Im Mittelstand, wenn jemand die Firma nicht will, dann ist es nicht so, dass das notwendigerweise der Sohn, die Tochter oder jemand kriegt irgendwo. Das stimmt überhaupt nicht, von wegen zu sagen hier, wer erbt einfach so irgendwo. Das stimmt in Ihrer Familie und Ihre Familie ist nicht repräsentativ und Sie sind aus meiner Sicht in einer Position, die absolut untypisch ist, aus der sich gut reden lässt, weil Ihnen können die Freibeträge egal sein und Ihnen können auch die 90% egal sein, aber das ist nicht der Normalfall. Das Thema Erben ist ganz einfach bei Ihnen, weil alles teilbar ist und das ist ein Ausnahmefall. Normalerweise sind die Dinge nicht teilbar. Ja? Also eben, Sie bringen noch einmal dieses Beispiel mit nicht teilbar, ja. Meinen so etwas wie ein Unternehmen, das könnte man dann nur verkaufen und dann diese Erbmasse so aufteilen unter 5 Kinder, sondern das Gegenteil ist oft der Fall. Es gibt dann einer, der diese Firma übernimmt, ja, und muss die anderen 4 ausbezahlen. Nun muss man aber trotzdem sagen, in der Schweiz zum Beispiel ist jeder 2. Franken ist vererbt. Also von wegen nicht teilbar, das ist eine enorme Summe in der Schweiz. Jeder 2. Franken ist vererbt, nur jeder 2. ist wirklich mit Arbeit erarbeitet. Es sind aber ziemlich viele Nichtschweizer, die in der Schweiz erben. Ja? Das liegt an ihren Steuergesetzen, weil ihre Steuergesetze halt in diesen Dingen anders sind. Und wenn Sie das Erbvolumen in der Schweiz nehmen, dann ist das von allen Leuten, die in der Schweiz ansässig sind, und da sind viele dazugekommen. Mhm. Das ist auch kein Normalfall. Herr Gosepat, Sie sind Philosoph, Sie befassen sich vor allem mit der politischen Philosophie und haben ein großes Schwerpunktprojekt zum Thema Erben. Sie haben jetzt zugehört. Was sagen Sie dazu? Also ich meine, ich finde erstmal, die Übertragung vom Familienunternehmen ist ein Spezialfall. Da gebe ich Frau Engelhorn recht. Da muss man sich extra Lösungen überlegen, aus den Gründen, die Herr Händel mit Recht gesagt hat. Dass wir natürlich nicht wollen, dass das Unternehmen verloren geht, wenn es Arbeitsplätze sichert. Aber Großteil des Vermögens, das vererbt wird, ist anderer Form. Und wir reden ja jetzt erstmal allgemein über Erbschaft. Und dann sollte man erstmal ganz generell sagen, aus philosophischer Sicht, und ich glaube, das teilen viele Leute, dass da irgendwas dran ungerecht ist. Da muss man immer noch überlegen, wie geht man damit
damit um. Aber was ist ungerecht? Es verletzt die Prinzipien der Chancengleichheit. Diejenigen, die erben, haben viel mehr Chancen als die nicht erben. Es verletzt das meritokratische Prinzip, das Verdienstprinzip, was vielleicht selber noch mal fragwürdig ist, aber in großen Teilen der Gesellschaft wird das genau anerkannt. Sie haben gesagt, der verdiente Franken. Also genau das wäre das Prinzip. Es verletzt das Prinzip der demokratischen Gleichheit. Das hat Frau Engelhardt auch schon angedeutet. Diejenigen mit größerem Kapital haben mehr politische Macht. Und das ist als solches ein Problem. Und es verletzt vor allem auch noch das Prinzip der sozialen Gleichheit. Nämlich, sagen wir mal, dass wir im Ortsverein, im Kegelclub als Gleiche uns begegnen. Und wenn die Gesellschaft auseinanderdriftet und die ganz Reichen ganz woanders leben, dann ist diese Gleichheit gefährdet. Jetzt ist natürlich ganz viel auf dem Tisch. Und über all diese Verletzungen von Prinzipien, die vielleicht gar keine sind, werden wir natürlich noch sprechen. Vielleicht ganz kurz noch einmal zu dieser Frage. Gehört uns eigentlich, was wir nicht verdient haben? Man kann ja sagen, die Lotterie des Lebens, die schlägt nun mal zu. Ganz viele Dinge haben wir nicht verdient. Also unsere Talente nicht, unser Aussehen nicht, nicht wo wir geboren werden. Aber zum Beispiel auch einen Lottogewinn, den haben wir nicht verdient. Aber keiner kommt auf die Idee, uns das wegzunehmen. Oder, Herr Händler? Nein, ich möchte auch trotzdem auf die vielen Prinzipien eingehen. Da werden einfach Dinge vorausgesetzt bei Ihnen, wo gibt es ein Prinzip der sozialen Gleichheit? Es gibt ein Prinzip der staatsbürgerlichen Gleichheit, der Gleichheit vor dem Gesetz. Wieso soziale Gleichheit irgendwo? Und ich finde auch, ehrlich gesagt, diese Prinzipienreiterei finde ich eigentlich völlig obsolet irgendwo. Und ich verstehe eigentlich auch gar nicht, dass es von einem Philosophen kommt. Ich finde ein sinnvoller Ansatz da, das ist der Capability Approach von Zen und von der Nussbaum irgendwo. Fähigkeitenansatz heißt ja. Der auch, ja? Mhm. Da geht es einfach um Fähigkeiten, da geht es eben nicht mehr darum, das ist eigentlich eine Uraltdenke zu denken hier, ja, der hat so viel und ich habe weniger und das muss irgendwie korrigiert werden. Der Zen hat schon das ist 30, 40 Jahre alt, der Ansatz irgendwo, ist von der UNO mittlerweile mit dem Human Development Index auch gefördert worden, dass man sagt, okay, wir müssen gucken, was macht der Einzelne, wie kann er sich einbringen, diese Dinge, Fähigkeiten, nicht verteilen jetzt, was schon da ist irgendwo. Da hat auch die Gesellschaft insgesamt etwas davon, Frau Engelhorn. Wenn die Leute wirklich ihre Talente ausspielen können, hat die Gesellschaft insgesamt was davon. Aber nicht, wenn jetzt hier kontrolliert wird, sozusagen, wie gezählt wird jetzt hier. Also, Herr Händler, darf ich ganz kurz Sie unterbrechen und das vielleicht ganz kurz erläutern? Also der Fähigkeitenansatz von Martha Nussbaum und Amartya Sen, das war ja eigentlich der Versuch, wegzukommen von einer Messung des Bruttosozialproduktes und zu sagen, wir gucken jetzt einfach Wohlstandsmessung nur wie das Bruttosozialprodukt in einem Land, sondern wir haben eine neue Idee zu messen, wie es Menschen geht mit diesem Fähigkeitenansatz. Und das ist natürlich auch der Versuch zu sagen, wir brauchen nicht alle gleich viel, also nicht ein kruder Egalitarismus, sondern alle genug, um unsere Fähigkeiten, da geht es ja weniger um Talente, sondern das, was uns als Menschen ausmacht, um das verwirklichen zu können. Das war eben, wie Sie es gesagt haben, im Rahmen des UNO-Entwicklungsprogramms ganz, ganz wichtig. Aber ich weiß gar nicht, man muss ja nicht zwingend Egalitarist sein, man muss nicht zwingend der Ansicht sein, es muss alles gleich verteilt werden, um zu sagen, wir müssen umverteilen, weil viele haben natürlich nicht genug. Auch nicht, um die Fähigkeiten verwirklichen zu können, oder? Genau. Also ich bin zwar Egalitarist, aber man muss nicht Egalitarist sein. Ich versuche eher zu argumentieren, wie ich denke, große Teile in dieser Gesellschaft oder in unseren liberal-demokratischen Gesellschaften argumentieren. Da gibt es unterschiedliche Meinungen, die diskutieren wir hier. Jetzt ein Stichwort zum Fähigkeitenansatz von Amartya Sen und Martha Nussbaum. Das ist zwar eine minimale Gerechtigkeit, aber eben weltweit. Und damit ist die Forderung schon wieder sehr radikal, denn der Capability-Ansatz soll eben auch für in Subsahara-Afrika gelten. Und wer muss die Capabilities, die Fähigkeiten denn zur Verfügung stellen? Die selber können es nicht, also wir. Insofern ist das auch ein großes Umverteilungsprogramm. Da macht man sich mal nichts vormachen. Die andere Frage nach der Lotterie, die Sie gestellt haben, die ist schon ganz gut, weil man sich klar machen muss, klar sind wir Menschen Zufallsprodukte noch. Wir können die Genetik noch nicht steuern. Das mag vielleicht in ein paar Jahren anders sein. Dann haben wir vielleicht ein Orwellsches Desaster. Wissen wir auch nicht, ob wir es wollen. Ganz genau. Das ist nämlich mein Punkt. Wir wollen ja keine gleichen Menschen. Das Schöne ist doch, dass wir alle ungleich sind. Ja? Und dass jeder von uns was Besonderes hat. Ja? Wenn sozusagen alle Frauen gleich wären, wieso sollte ich mich dann in meine Frau verlieben? Ja? Also ich meine, das ist doch gerade, meine Frau ist doch was Besonderes. Ja? Und deshalb, die Egalitaristen fordern ja keine Gleichheit der Leute, sondern die Frage ist, ob aus der Ungleichheit der Menschen, die wir haben mit unseren unterschiedlichen Aussehen, mit unseren Talenten, ob daraus folgt, dass sie auch ganz unterschiedlich
Geld einnehmen sollen. Mhm. Und da gibt es eben einen Bruch. Das ist, folgt nicht logisch, dass aus der unterschiedlichen Talenten unterschiedliches Einkommen mhm. folgt. Und da muss man eben fragen, was wollen wir fördern? Und die kurze Antwort wäre, in einer kapitalistischen Marktwirtschaft wollen wir bestimmte Leistungen, weil es uns allen dient. Das ist natürlich Adam Smiths Idee der Invisible Hand, dass also hinter dem Rücken der Leute, dadurch, dass ich meinen Ehrgeiz verfolge, ich eigentlich auch was für die anderen tue. Und diesen Ehrgeiz wollen wir fördern. Aber daraus folgt nicht, dass ich einen Anspruch darauf habe, meine Talente in Geld umsetzen zu können. Um diesen Ehrgeiz. Ich würde da gerne was anfügen, wenn ich darf. Gerne. Entschuldigung. Der Punkt ist der, man rutscht sehr, sehr schnell, und ich habe Angst, dass das jetzt passiert, in die Einkommensfrage. Und das ist nicht die Frage, die sich stellt, wenn vermögensbezogene Steuern das Thema sind, sondern die Vermögensfrage. Und bei Vermögen geht es um Macht und um Strukturen, die diese Macht erstens gewährleisten und zweitens festigen. Und da lässt sich dann doch auch fragen, wenn Menschen mit Vermögen große politische Macht bekommen, weil sie sich leisten können, die Parteispenden zu tätigen, die sich ein normal verdienender Mensch einfach nicht leisten kann, weil sie sich die Medien einkaufen können, weil sie sich die Wirtschaft einkaufen können und, und. Also da gibt es ja mehr als genug Beispiele, weil der Westen strukturell den globalen Süden ausbeutet und dort sich die Ressourcen holt, die wir hier verprassen. Denken wir nur an Lithiumminen und dergleichen für unsere Smartphones. Wenn diese Strukturen nicht angetastet werden, dann haben wir ein riesiges politisches Problem. Und leider ist das nun mal mit Vermögen verknüpft. Und ich denke mir, es bricht niemand meinen Zacken aus der Krone, wenn er den Teil, den er aus der Gesellschaft herausholt, weil es gibt einfach keine großen Vermögen, die nicht arbeitsteilig erwirtschaftet worden wären, einen Teil wieder zurückgibt. Und das Ganze muss aber demokratisch legitimierbar sein. In meinen Augen gibt es keinen Weg vorbei an einer Demokratie, weil die Alternativen, die wir haben, sind autoritäre Regime aller Art oder Elitenoligarchien, das wäre eine de facto Beschreibung unseres momentanen Systems und das ist nicht zu befürworten. Und Umverteilung passiert schon jeden Tag. Wenn ich mir irgendetwas einkaufe, gibt es eine Mehrwertsteuer, die wird umverteilt. Immer wenn Geld die Hände wechselt, wird es umverteilt, außer wenn diese Hände schon reich sind. Das heißt im Grunde genommen, Umverteilung wäre gar nicht so schlimm. Ich möchte aber vielleicht an dieser Stelle noch ansetzen. Sie haben jetzt geschildert, was sozusagen vermögende Leute alles tun könnten, was gefährdend sein könnte für eine Gesellschaft, zum Beispiel sich Abstimmungskampagnen kaufen. Viele Superreiche, also sie tun es schon. Viele Superreiche tun aber auch extrem viel Gutes für unsere Gesellschaft. Das muss man auch ganz klar sagen. In der Schweiz ist es zum Beispiel die Roche-Erben, die unglaublich viel Mäzenatentum betreiben und gerade auch in Basel zum Beispiel die Stadt sehr positiv verändert haben. Mit einem Vermögen von rund 35 Milliarden Franken sind die Hoffmanns und Öhris die zweitreichste Familie der Schweiz. Hinter jener von IKEA-Gründer Ingvar Kamprad. Vom Reichtum der Roche-Erben profitiert die Stadt Basel im großen Stil. Vor allem die Öhris, die immer noch in Basel leben, betätigen sich hier als Mäzene. Sie haben viele Museen finanziert und Sammlungen gespendet. Unterstützen die Musikakademie, den Zoo, eine Kirche, die Universität oder Online-Medien. Sie betreiben einen Jazz-Campus, eine Alzheimer-Tagesstätte und günstige Wohnungen überall in der Stadt. Dazu kommen viele andere Engagements. Kurz, die Roche-Erben prägen Basel bis heute mit geschätzt 1 Milliarde Franken. Maja Öhri etwa spendet 50 Millionen an den Neubau des Kunstmuseums, aber nur unter der Bedingung, dass auch die Stadt 50 Millionen beisteuert. Herr Gosepat, ich meine, wenn man das sieht, muss man doch sagen, enorm viel Gutes wird getan mit diesem Erbe. Und ist ja auch schön so, soll auch so bleiben. Nur man muss sich klar machen, und das wird ja in der Einspielung auch schon gezeigt, diese Erben, die das an die Philanthropie, also an das Gute spenden, haben auch enormen Einfluss. Sie können bestimmen, was in der Stadt passiert, weil sie Forderungen stellen können. Und das ist genau der Punkt, den wir vorhin schon gesagt haben. Selbst mit Spenden übt man Macht aus. Und deshalb muss auch das kontrolliert werden. Es kann nicht generell sein, dass Spenden als solches gut ist. Aber jetzt haben Sie vorhin gesagt, es soll ja auch so bleiben. Aber wenn man das Geld einfach dem Staat gibt, wer garantiert denn, dass es noch ein Spielzeugmuseum gibt? Nein, ich finde eher, dass man Spenden, das wäre mein Vorschlag, demokratisch kontrollieren muss. Es sollte sowas geben wie eine Liste von möglichen Empfängern, an die in diesem Jahr gespendet werden kann, damit zum Beispiel, um es extrem zu machen, ausgeschlossen wird, dass das Theater in Basel die nächsten 10 Jahre ganz viel Geld kriegt und ganz viele soziale Einrichtungen gar nichts. Dann kann man sagen, letztes Jahr hat das Theater viel Geld gekriegt, deshalb im nächsten Jahr ist es von der Spender-Empfängerliste weggenommen und jemand anderes könnte das Geld kriegen. Also insofern kann man spenden lassen, aber man darf es nicht unkontrolliert lassen.
Herr Händler, Sie haben vorhin irgendwie reagiert auf den Begriff Machtmissbrauch und sehen das ganz anders. Das sehe ich sehr anders, und zwar jetzt, was die politische Macht von großen Vermögen betrifft, da muss man sehr unterscheiden zwischen Amerika, zwischen USA und zwischen Europa. In Amerika ist das eine andere Sache, und das finde ich auch, dass das nicht richtig ist, was dort passiert, weil dort passiert das, was Sie gesagt haben. In Europa gibt es das nicht. Das einzige Beispiel von jemandem Vermögendem, der wirklich massiv Einfluss genommen hat, das ist für mich Berlusconi. Und der hat es nicht deswegen Einfluss genommen, weil er so viel Geld hat, sondern durch seine Medienmaschine. Das heißt, da ist alles zusammengekommen. Die Leute haben dann Berlusconi gewählt, weil seine 3-4 Fernsehsender ihn propagiert haben, aber nicht, weil er so viel Geld hat. Nennen Sie mir bitte ein Beispiel, wo jemand wirklich den Lauf der Geschichte anders gemacht hat, weil er Vermögen und Geld hatte jetzt in jüngster Zeit in Westeuropa. Sie sind derart verhaftet, eine super Einzelgeschichte rauszuholen, dass Sie ausblenden, dass es sich hierbei um strukturelle Probleme handelt. In Österreich ist sehr beliebt, ein Parteispendenabo von 50.000 nicht ganz zu erreichen, also 49.900. Ansonsten muss man es beim Rechnungshof deklarieren. Das ist aber dann transparent und dann weiß man ja, wer sich welche Partei einkauft. Wer wann mit welchem Parteimitglied redet, das später in der Regierung sitzt und gewisse Dinge umsetzt, wie zum Beispiel eine 60-Stunden-Arbeitswoche, die von der Arbeiterschaft in Österreich wahrscheinlich nicht gewollt wurde, ist auch so eine Frage. Das nächste ist in Deutschland, ein Jens Spahn zu einem Abendessen auszuführen, knapp unter 10.000, weil sonst weiß man es wieder, ist auch so eine Sache, die ist gang und gäbe. Lobbyismus zu bezahlen, ist eine Frage der Portokasse. Ja? Also tun Sie nicht so, als wäre in Europa politischer Einfluss von Vermögenden nicht der Fall. Es ist der Fall. Wem die Medienhäuser gehören. Ja, darf ich ganz kurz nachfragen, Frau Engelhorn? Sie kennen ja auch Alexis Schwarz, der ist von der Guerilla Foundation, ist, glaube ich, auch bei TaxMeNow. Antonis Schwarz, genau, Sie haben recht. Auch ein junger, sehr vermögender Mensch, der sich viele Gedanken macht, wie das Geld investiert. Und wenn ich recht informiert bin, hat er eine gigantische Spende an die Grünen in Deutschland getätigt. Also das heißt, wenn es sozusagen an die Partei geht, die die richtigen politischen Ziele verfolgt, sind Sie dann großzügiger oder finden Sie auch problematisch? Nein, ich finde es grundsätzlich problematisch. Ich finde, das muss grundsätzlich andere Strukturen haben. Und die Frage ist ja in Wahrheit dann die, wer darf das entscheiden? Wie kann es sein, dass wir eine Art neofeudale Struktur gewährleisten, wo Menschen, die aus welchem Grund auch immer viel Geld haben, damit dann Entscheidungen treffen dürfen? Wieso ziehen wir nicht eine Deckelung ein, wenn wir sagen, wir haben eine Grenze, unter der ist man arm? Das wissen wir, das ist erforscht, jedes Land hat eine eigene Armutsschwelle. Wir haben aber keine Reichtumsschwelle. Wir haben keinen tatsächlich funktionierenden Gegenbegriff zur Armut. Martin Schürz, der Ökonom der Österreichischen Nationalbank und Psychotherapeut für Kinder- und Jugendpsychotherapie, hat vorgeschlagen, dass man Überreichtum als Begriff einfügt, und er bezieht sich dabei auf Platon, wo das Problem ja schon gegeben war. Wo darüber gesprochen wurde, dass Reichtum auf einer gewissen Höhe einfach nichts mehr bringt, nicht tugendhaft ist und in Wahrheit hochproblematisch. Ich würde sagen, oder wenn Sie sich bei Michael Hartmann informieren, die Elitenoligarchien, die er beschreibt, das ist ja wahnsinnig, es ist verrückt, es ist eigentlich verrückt, dass wir das gestatten und dass wir zuschauen, okay, jetzt sind auch 5 Kunst- und Kultureinrichtungen gezeigt worden von Hoffmann La Roche, die übrigens Böhringer Mannheim verkauft haben, denen verdanke ich das Geld. Dankeschön. Grüße gehen raus. Und eine Sozialeinrichtung, wenn ich mich jetzt gerade bei dem Einspieler nicht vertan habe, das kann einfach nicht sein. Und Dinge, die uns alle etwas angehen, Strukturen, die wir alle brauchen, die der Staat finanziert. Und der Staat ist nicht der Böse, die Regierung ist das Problem. Man muss sich anschauen, wer regiert. Das ist nicht das Gleiche. Ja? Und die Gesellschaft ist auch nicht das Gleiche wie der Staat. Frau Engelhorn, so vermischt. Wie kann es sein, dass die sozialen Einrichtungen unterfinanziert werden? Da würde ich schon gern was dazu sagen. Also zunächst mal, Sie weichen ja völlig aus. Sie haben das Thema des Lobbyismus angebracht. Das hat doch überhaupt nichts mit der jetzigen Diskussion zu tun. Lobbyismus ist doch keine Frage. Nein, überhaupt keine Frage von großen Vermögen. Auch börsennotierte Aktiengesellschaften. Wer kann sich die denn leisten? Würden Sie mich ausreden lassen? Ja, auch börsennotierte Aktiengesellschaften, die in Streubesitz sind, machen genauso Lobbyismus. Das hat auch nichts mit großen Vermögen zu tun. Und wenn Sie Basel nehmen, ich finde das in Ordnung. Ich hätte 5 Kunstmuseen dort gewollt. Ich bin für die Kunst. Ich sammle Kunst. Ich gehe in jedes Museum, in jede Ausstellung, in die ich reingehen kann. Ich bin der Meinung, das ist völlig in Ordnung. Und wenn jetzt jemand schon was spendet und wenn es Kunst ist und da ehrlich gesagt noch rumzumeckern, das finde ich irgendwo völlig deplatziert. Lassen Sie uns die Sache doch wirklich mal umkehren und einfach mal sagen, offenbar finden sehr viele Erben ungerecht, aber man kann mal die Frage stellen, ist eigentlich Nicht-Erben gerechter, weil ja eigentlich dieses Erbe einer Person gehört.
Also man kann ja nicht einfach hingehen und sagen, Herr Gosepat, Ihre Jacke gefällt mir gut, ich nehme die jetzt mal mit, sondern die gehört dir, das ist Ihr Eigentum. Mhm. Und wenn Sie Eigentum haben, auch Vermögen haben, ist das Ihrs. Jetzt sterben Sie und Sie dürfen eigentlich damit machen, was Sie wollen. Sie können ein Testament verfassen. Wie kommt man auf die Idee zu sagen, das sacken wir jetzt ein? Jetzt sind wir natürlich beim philosophischen Problem. Wir sind jetzt beim Eigentumbegriff. Und der, über den wird gestritten. Der fällt nicht vom Himmel. Also wenigstens ist das Standardauffassung in der Philosophie. Man kann sagen, man hat entweder einen rein konstruierten Eigentumsbegriff. Das Parlament beschließt, was Eigentum ist und wo das endet. Das finden dann meine Gegner in der Regel zu einfach. Sondern die werden sagen, es gibt doch einen moralischen Anspruch, genau auf den Sie jetzt so hingewiesen haben. Ist doch meins, habe ich erarbeitet und so weiter. Aber selbst wenn das so ist, dann muss man sich klar machen, dass Eigentum eigentlich aus einem Bündel von Rechten besteht. Also wenn Ihnen jetzt zum Beispiel in Zürich ein Grundstück gehört, dann dürfen Sie das schöne alte Haus auch nicht abreißen, nehme ich mal an, nach Züricher Baurecht, und da ein Hochhaus bauen. Also insofern, jetzt könnte man sagen, ist es deshalb kein Eigentum? Die meisten Leute sagen doch. Und dann gibt es also viele andere Sachen. Sie dürfen einen Dürer nicht im Keller einfach verbrennen, weil das Kulturerbe ist und so weiter und so weiter. Also ein Kunstwerk, genau. Vom Dürer. Genau, da meinte ich den berühmten Maler. Und jetzt ist also die Frage eigentlich immer, was gehört, selbst wenn man sagt, man hat einen moralischen Anspruch auf Eigentum, was gehört eigentlich in dieses Bündel von Rechten dazu und was nicht? Und jetzt muss man sich auch überlegen, was ist eigentlich der Grund für ein moralisches Recht auf Eigentum? Nach einer, wie ich finde, sehr plausiblen Auffassung ist das, dass man Eigentum braucht, um seine Freiheiten ausleben zu können. Wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, dass ich heute Abend ein Bett habe, dass ich was zu essen habe, wenn Sie mir jedes Mal das Glas wegnehmen könnten, wenn ich es, oder eben die Jacke, auf die Sie eigentlich gespielt haben, dann ständig sehr nackt da. Also brauche ich Eigentum, um meine Freiheit ausleben zu können. Wenn wir in einer liberalen Demokratie sagen, Freiheitsrechte sind die wichtigsten Rechte, dann sind Eigentum Mittel zum Zweck. Wenn ich aber sterbe, und jetzt kommt die radikale Konsequenz, wenn ich jetzt aber sterbe, ist meine Freiheit auch weg. Dann brauche ich auch kein Eigentum, um meine Freiheit auszuleben. Insofern schlage ich recht radikal, und das ist jetzt nicht Common Sense, vor, dass Eigentum zeitlich limitiert werden sollte. Und das sieht man eben genau darin, dass man dann sagen kann, man kann eben Erbschaften verbieten oder stark besteuern. Und zeitlich so limitieren? Zum Todesende, ja, oder über mehrere Generationen? Weil diese Idee gibt es ja auch. Ja. Also zum Beispiel bei Rignano, einem italienischen Philosophen, der schon in den 1920er Jahren ja vorgeschlagen hat, zu sagen, es ist schon in Ordnung zu vererben, aber meistens sind diese Erbschaften sehr alt. Die kommen schon von sehr vielen Generationen her. Und diese Vorstellung, dass ich ja vielleicht gerne etwas weitergebe von dem, was ich habe, das können ja auch immaterielle Dinge sein, aber auch materielle Dinge wie ein Buffet oder eine Kette, die Eheringe meiner Eltern, die man gerne vererben möchte. Das macht ja alles Sinn, aber nur solange man irgendwie die Kinder und die Kindeskinder noch vor Augen hat. Aber über viele Generationen hinweg verblasst das so ein bisschen, diese Vorstellung. Also das wäre ja auch der Versuch zu sagen, man kann nicht beliebig viele Generationen hinweg vererben. Was ist Ihre Position? Sagen Sie mit dem Tod schon fertig? Ich sage mit dem Tod schon fertig, genau. Aber der Grund, den Sie jetzt ansprechen, ist natürlich klar, es gibt bestimmte symbolische Sachen, das sind Geschenke. Mhm. Und bestimmte Formen von Geschenken wollen wir natürlich in unserer Gesellschaft erlauben. Generell ist Erbschaft ja eine Form von Geschenk. Und deshalb müssen, das ist ja auch in vielen Gesetzgebungen der Fall, Geschenke auch auf eine bestimmte Weise besteuert werden wie Erbschaften, wenn es eigentlich in der Umgehung der Erbschaftssteuer dienen würde. Ja? Mhm. Aber natürlich gibt es symbolische Sachen, die haben Sie schon gesagt, der Schmuck der Mutter, die Kette, irgendwie andenken. Und deshalb, das ist ja vorhin auch schon gesagt, dann werden wir mit großen Freibeträgen reden, über große Freibeträge reden müssen, in die diese symbolischen Sachen fallen. Es ist nur wichtig, wenn es ums große Kapital geht. Das über mehrere Generationen, das finde ich nicht ganz so plausibel, weil man sich doch angucken muss, wie Vererbung jetzt eigentlich de facto läuft. Und da haben sich die demografischen Entwicklungen eben auch total geändert. Das hat sehr viel mit Empirie zu tun. Also heutzutage erbt meine Generation, die Babyboomer-Generation, erst wenn sie in die Pension geht. Und das heißt eigentlich entweder, also macht es einen großen Unterschied, wenn die Pension unterschiedlich ausgestattet ist, oder wir geben das direkt an die nächste Generation weiter. Insofern ist es eigentlich schon eine Vererbung indirekt in die nächste Generation. Und dann ist der Effekt, der im Wesentlichen eintritt, das muss man sich auch angucken, dass es ein soziales Sicherheitsnetz ist. Die nächste Generation weiß, dass sie Erbe erwartet, wenn sie es annehmen will, und kann dadurch anders agieren. Also der Effekt ist gar nicht so sehr, dass sie das Geld selber nehmen und verbraten, sondern dass sie das zur Risikoabwehr nutzen können. Und das führt ja auch dazu, dass wir sagen, wir leben heute fast schon in einer Gerontokratie, nämlich in einer Herrschaft der älteren Menschen. Sie sind eigentlich eine Ausnahme, Frau Engelhorn, weil Sie sehr jung erben werden. Aber die meisten Menschen auch in der Schweiz erben erst nach 65 Jahren. Aber von der Großmutter, wie ich gehört habe. Also auch, dass es die Generation übersprungen wird. Ja. Ja. Mhm. Genau, und es ist, glaube ich, wichtig zu schauen, wo kommt es denn her? Weil diese
bis zum Ende zu denken, in Familie sehr, sehr unangenehm, weil dann auch die Berechtigungsfrage gestellt wird. Gerade, und Recht ist da ein wichtiger Begriff, weil man sich überlegen muss, okay, Eigentum ist ja etwas, das nicht von der Natur her mir zufällt, sondern das rechtlich auf gesellschaftlichem Konsens, wer auch immer diesen Konsens primär bestimmt hat, ist eine andere Frage, aber auf einem Konsens beruht. Das heißt, jetzt muss ich mir überlegen, wo kommt das her? Okay, von der Großmutter, wo kommt das her? Vom verstorbenen Ehemann, wo kommt das her? Vom Vater, vom Vater, vom Vater. Und irgendwann kommt man zu dem Punkt, wo hat es angefangen? Wer hat es wirklich hergestellt? Und dann komme ich in der Regel zu Menschen, die nicht bedacht werden, weil wir arbeitsteilig wirtschaften, aber nicht arbeitsteilig Gewinn ausschütten. Was absurd ist, weil es kann ja nicht sein, dass unglaublich viele Menschen an der Produktion von etwas beteiligt sind, aber dann nichts vom Gewinn sehen dürfen. Oder dass sich einer einbildet, meine Unterschrift ist mehr wert als deine Handarbeit. Ich bekomme 90% und du bekommst 1% und der Rest wird ins Unternehmen investiert, weil wir wollen ja nicht so sein. Bald hast du einen zweiten und ihr könnt euch abrackern dafür, dass ich das einsackel. Natürlich selber spitzt formuliert, aber grundsätzlich sollte man sich schon fragen, wo kommt es her und wie kann es sein, dass etwas, was aus der Gesellschaft kommt, aus der gesellschaftlichen gemeinsamen Wirtschaftsleistung, bei manchen wenigen geparkt wird. Aber naja, man muss ja doch auch sagen, kommen wir noch einmal zu Ihnen, Herr Händler, es ist ja nicht so, dass alles, was es gibt, was wir an Vermögen haben, aus der Gesellschaft kommt, sondern es sind immer auch einzelne Figuren, die sich riskieren, die bereit sind, so ein Risiko einzugehen, wie Sie das getan haben, Herr Händler. Und das würde mich schon auch noch mal interessieren, jetzt in Ihrer Situation, Sie haben selber auch 3 Kinder. Es gibt ja diejenigen, die sagen, naja, wenn wir dieses System haben, mit dem Tod wird das Erbe aufgelöst, wieso soll ich mich dann noch anstrengen? Das ist schon auch vielleicht ein Ansporn zu sagen, ich arbeite natürlich, weil ich es gern tue, ich bin vielleicht auch risikofreudig, ich will auch Arbeitsplätze schaffen zum Beispiel, aber auch, um meinen Kindern etwas weitergeben zu können. Und vielleicht würden sie es einfach verprassen, keine Ahnung, ein Museum bauen, wenn sie es nicht weitergeben könnten an ihre Kinder, die ihrerseits wieder etwas erfinden können, schaffen können. Sie haben ein wichtiges Wort genannt hier, das Wort Risiko. Und da muss man halt einfach sagen, natürlich sind an allem, was in der Gesellschaft entsteht, sehr viele Leute beteiligt. Aber es gibt auch immer Leute, die mehr Risiken eingehen, die Leute, die weniger Risiken eingehen. Von den Leuten, die mehr Risiken eingehen, müssen die meisten das büßen und kommen zu nichts. Manche kommen ganz groß raus irgendwo. Aber wichtiger ist mir noch ein anderes Thema, weil es geht beim Erben, auch in der Runde geht es jetzt immer, finde ich, ums Geld. Es gibt aber noch andere Dinge, es geht auch um Werte. Ja? Mhm. Es wird auch versucht, durch Erben Werte weiterzugeben. Ich nenne jetzt wieder ein sehr kleinteiliges Beispiel, was ich aber eigentlich immer toll fand. Und zwar, Sie haben natürlich recht, Österreich ist völlig korrupt. Das liegt aber auch daran, weil dort die Gesetzeslage so ist, dass man völlig korrupt sein darf. Also das ist sehr schwierig. In Österreich, wenn Sie einen Bauernhof haben, einen normalen Bauernhof, als Bauer, dann gibt es folgende Regelung: Wenn der Bauer etwa zwischen 60 und 65 den Bauernhof übergibt, dann kapitalisiert er das Wohnrecht, also er übergibt den Hof an den Erben, kapitalisiert das Wohnrecht und dann ist das Wohnrecht ist genauso viel wert, wie im Endeffekt läuft darauf hinaus, dass er praktisch keine Schenkungssteuer zahlen muss irgendwo. Das ist politisch gewollt. Das finde ich auch sehr richtig, weil sonst wäre nicht nur Kitzbühel, sonst wäre ganz Österreich voller lauter Deutscher, die dort in den Bahnhöfen säßen irgendwo. Ja? Also ich finde, das nächste Thema, was, finde ich, bis jetzt zu kurz kommt. Aber Sie haben es angesprochen, Gott sei Dank. Beim Erben, es geht nicht nur um Geld, um Aktien, die man schon morgen verkaufen kann oder eigentlich mit einem Ausklick irgendwo. Es geht auch um die Weitergabe von Werten irgendwo. Ich finde das zum Beispiel in Österreich, ich wiederhole mich jetzt, ich finde das eine super tolle Sache, dass man einfach versucht, da eine bestimmte Art von Landwirtschaft, eine bestimmte Art von Struktur erhalten. Die Leute arbeiten sich sowieso tot, die machen keine Ferien, wenn sie Kühe haben. Ja? Also, ich denke, das ist ein gutes Beispiel, um auch einmal zu zeigen, wie unterschiedlich die Fälle gelagert sind. Aber wenn wir mal noch bei Grund und Boden bleiben, dann ist es zum Beispiel so, dass man weiß, wer in Zürich, um ein Beispiel aus der Schweiz zu nehmen, ein Haus kaufen will, der schafft das eigentlich nicht ohne Erbmasse von den Eltern. Und die allermeisten Häuser werden sowieso vererbt. Also das heißt, Grund und Boden wird weiter vererbt. Und für viele ist es nicht mehr möglich, in der Stadt zu leben, wo es natürlich auch wiederum Möglichkeiten gibt zur Teilhabe. Also da sind halt die Kitas besser, da gibt es ein großes kulturelles Angebot, da gibt es den See. Also es ist eigentlich ein attraktiver Ort, um zu leben. Und er ist mehr und mehr den Reichen vorbehalten. Es sei denn, es wird eben sozialer Wohnungsbau gefördert. Genau. Aber ich meine, der erste wichtige 90% vererbte Immobilien gehen an Menschen, die bereits Immobilien besitzen, wussten. Sie das? Und 4 von 5 Vermögenden haben ihr Vermögen aus einer Erbschaft. Ich finde, was man noch mal, also
das auch aufnehmt. Generell ist eben, es gibt ein abstraktes philosophisches Problem mit dem Erben, aber dann die konkreten Fälle sind ganz unterschiedlich. Darauf weisen Sie hin, in unterschiedlichen Ländern, das hängt mit unterschiedlichen Gesetzen zusammen. Es hängt aber auch natürlich von der Marktentwicklung am Platz, also hier in Zürich ab, so weiter. Wenn die Immobilienpreise nicht so hoch wären wie in Zürich, wäre es anders. Also das heißt, das sind sozusagen Zufälligkeiten, Kontingenzen der Situation, die, wenn wir jetzt über politische Maßnahmen nachdenken, natürlich unbedingt in den Blick genommen werden müssen, aber die das generelle Problem nicht betreffen. Mhm. Aber jetzt, was die Maßnahmen angeht, das ist natürlich so, und deshalb ist mir das wichtig, die kann man natürlich politisch steuern, also zum Teil wenigstens. Und das heißt also, wie man jetzt zum Beispiel eben Bauernhöfe vererbt in Österreich, darüber kann man Gesetze machen. Man kann sagen, bestimmte Sachen, weil man bestimmte Landwirtschaft erhalten will, will man so regeln, andere Sachen will man nicht so regeln. Das sind alles bewusste Entscheidungen des demokratischen Souveräns, an denen das liegt. Das ist jetzt nicht vom Himmel gefallen, das ist auch kein moralisches Recht, dass es so passieren muss. Und das heißt, wir drehen an zwei Schrauben. Wir drehen an der Frage, ist Erbschaft gerecht? Und wie wollen wir die Gesellschaft, auf die diese Regelung auftreffen, eigentlich einrichten? Und das kann man nämlich jetzt auch letzter Satz noch mal dazu. Man kann die Frage, ob Korruption, Lobbyismus und so weiter erlaubt ist, ist auch politische Regelung. Und das ist in den verschiedenen Ländern auch ganz unterschiedlich. Und dagegen kann man auch politisch vorgehen und nicht nur finanziell. Und vielleicht, wenn wir an dieser Stellschraube noch drehen, bei denen es um die Maßnahmen geht, würde ich gerne auch mal kurz über die Steuer eben sprechen. Also es wurde jetzt schon mehrfach erwähnt, dass es in den meisten Systemen einen sogenannten Freibetrag gibt, also Geld, was man dann trotzdem eben vererben dürfte, ohne dass es beispielsweise besteuert wird. Es ist so, dass Österreich keine Erbschaftssteuer kennt, auch Schweden nicht. Es gibt auch andere Länder, die das nicht kennen. Aber zum Beispiel Irland, Großbritannien, Deutschland kennt eine Erbschaftssteuer. Und in der Schweiz wurde vor sechs Jahren eine nationale Erbschaftssteuer abgelehnt. Interessant ist auch, dass in den letzten 30 Jahren die kantonalen Erbschaftsbesteuerung hat um 2/3 abgenommen. Es gibt auch Kantone, wo es gar keine Besteuerung gibt. Das hat zu tun mit dem Wettbewerb unter den verschiedenen Kantonen. Allerdings, und da wird es eben kompliziert, kennt die Schweiz eine Vermögenssteuer, die es wiederum in Deutschland nicht gibt. Und viele sagen deswegen, naja, das Vermögen wurde schon besteuert. Wenn man jetzt auch noch das Erbe besteuert, dann besteuern wir es doppelt, weil wir eben Vermögen besteuern. Kurz nur, es gibt in Deutschland schon eine Vermögenssteuer, sie ist ausgesetzt, nicht abgeschafft. Mhm. Und die Erbschaftssteuer in Deutschland ist auch ein Riesenproblem, weil die durchlöchert ist mit Ausnahmen wie ein Schweizer Käse, um das jetzt mal ganz plakativ zu formulieren. Das geht so weit, dass wenn man 300 Wohnungen erbt, man keine Steuern drauf zahlt, aber wenn man 30 erbt, schon. Also solche Sachen, die absurd sind einfach. Was fordern Sie denn konkret mit Tax Me Now? Was ist sozusagen die Idee der Steuer, die Sie gerne erheben würden? Tax Me Now fordert zunächst einmal den demokratischen Diskurs, weil wir nicht vorgeben wollen, wie es zu machen ist. Das ist nicht die Position der Superreichen, dass man sie fragt, oh, wollt ihr eigentlich auch Steuern zahlen? Na, dann sagt uns, wie wir es so machen, dass es gut ist für euch. Weil niemand wird gefragt, ob er Steuern zahlen will, außer reiche Menschen. Wir fordern also den Diskurs. Und die Appellforderungen sind die Wiedereinführung der Vermögenssteuer, jetzt auf Deutschland bezogen und auf Österreich selbstverständlich auch. Abschaffung der ganzen Ausnahmen für die Erbschafts- und Schenkungssteuerregelungen in Deutschland beziehungsweise Wiedereinführung der Erbschaftssteuer in Österreich. Die Erhöhung der Kapitalertragssteuer in einer progressiven Art und Weise, sodass sie tatsächlich den Namen verdient und das leistungsloses Einkommen auch als solches besteuert wird, nämlich als Einkommen besteuert wird. Und dann auch noch den Ausbau der Steuerbehörden, dass die möglich machen, ihre ganze bürokratische Energie, die momentan darauf verwendet wird, Menschen die zweite Zahnbürste zu neiden, wenn sie Sozialleistungen empfangen, auf vermögende Menschen zu richten, die es schaffen, ihr Vermögen dort zu parken, wo es ihnen gerade lieb ist. Man kann sich ja teilweise bei den Konstruktionen zur Umgehung von Steuern aussuchen, welchem Recht man dabei unterliegt. Das ist dann mehr das Thema der Schlupflöcher, der Steuervermeidung und so weiter. Das gehört genau, auch zum... Genau, dass das durchfinanziert wird. Ja. Und eine Sache ist auch wichtig, jedes Geld wird dreifach, vierfach, fünffach besteuert, weil immer wenn es den Besitzer wechselt, wird es besteuert. Das bedeutet, bei Besitzwechsel eine Steuer zu haben, ist überhaupt nichts Neues oder Doppeltes. Wenn ein Mensch etwas erarbeitet und da fallen Steuern drauf an und dann hat er sein Einkommen und kann damit eine Wurstsemmel kaufen, fallen wieder Steuern drauf an und so weiter und so fort. Ja? Das sollte beim Erbe, gibt es da keine Ausnahme, weil die Person, die die Steuern schon mal gezahlt hat, die zahlt ja auch nicht nochmal Steuern drauf.
sondern die nächste Person zahlt Steuern drauf. Die Person, die noch nie Steuern drauf gezahlt hat, die würde Steuern zahlen. Das ist also keine Doppelbesteuerung. Das ist eine furchtbare Vermischung von Tatsachen, die ich auch unbedingt ausgeräumt habe. Sehen Sie das ähnlich? Absolut. Das ist diese Doppelbesteuerung, das ist so eine Chimäre, die da herumgeistert. Das liegt jetzt auch wieder daran, dass in den USA tatsächlich der Erblasser die Erbschaftssteuer zahlen muss. Ja? Und deshalb ist die da so verpönt. Jetzt wird das auf die deutsche oder deutschsprachige Diskussion übertragen. Hier ist das aber überhaupt nicht so. Und ach so, also der Erblasser, der schon Vermögenssteuer bezahlt hat, muss dann noch einmal diese Steuer bezahlen, sozusagen bevor er stirbt. Ja, okay. Also bevor, genau. Ja. Ja. Deswegen ist dann wirklich die gleiche Person, währenddessen ist beim Erben die Person wechselt, den Besitzer wechselt und da die Steuer wieder fällig wird. Und dann liegt es genau nahe, wie Sie jetzt auch gesagt haben, zu sagen, also ich habe bekomme ich Einkommen und muss darauf sowieso auch sozusagen wie eine Art Einkommensteuer bezahlen. Das ist gar nichts Ungewöhnliches. Ja? Und der andere Punkt würde ich auch unterstreichen, das haben Sie jetzt auch schon mit Recht gesagt, wir zahlen bei ganz vielen Sachen, ich muss ja Verbrauchersteuern, Konsumsteuern und so weiter zahlen auf ein Einkommen, das ich sowieso schon einmal versteuert habe. Aber das ist auch gar nichts Ungewöhnliches. Deshalb sozusagen diese moralische Empörung, immer zu sagen, es wird doppelt besteuert, die scheint mir völlig fehlgeleitet zu sein. Wir müssen uns überlegen, ist eine Steuer sinnvoll oder nicht? Und dazu lassen Sie mich noch einen abstrakten Gedanken wieder als Philosoph hier sagen. Ich meine, insgesamt kommt es darauf an, dass das Gesamtsteuersystem als Paket gerecht ist. Dann können wir über die Teile reden, ob man so regelt oder so regelt. Deshalb kann man immer über Einzelsteuern rausnehmen und die vergleichen mit einem anderen System, das ganz anders geregelt ist, dann funktioniert der Vergleich nicht. Aber insgesamt muss das Steuersystem gerecht sein und muss natürlich vor allem den sozialen Ansprüchen einerseits gerecht werden und gleichzeitig genug Leistungsanreize bringen, damit wir überhaupt ein Vermögen erwirtschaften können, das wir dann verteilen können. Herr Händler. Sorry, aber ja. Das Wort Chimäre kann ich einfach nicht nachvollziehen. Also mit einem Minimum an ökonomischer Bildung. Nochmal, wenn man ein Einkommen hat, wird das besteuert. Wir haben in Europa eigentlich überall die Situation ist, außer der Schweiz vielleicht, dass die Hälfte des Einkommens geht sowieso an den Staat jetzt mit anderen Dingen noch dazu. Also in der Schweiz nicht, aber... Ja, in der Schweiz nicht, ja. Ein Vermögen wächst zunächst mal und wenn ein Vermögen besteuert wird, dann wird es ja besteuert, ohne dass es eine Transaktion gibt. Mhm. Sie sagen einfach Besitzwechsel, also für Sie ist es, ich bin jetzt sehr plakativ irgendwo, aber Sie fordern dazu heraus, also wenn Sie sich wenn Sie sich eine Packung Kaugummi kaufen, ist das gleiche, wie wenn einer stirbt, das ist immer Besitzwechsel dann irgendwo. Ja? Weniger plakativ gesagt, es geht doch hier darum auch, also wenn jemand eine Transaktion macht, dann ist das in Ordnung, dass das Konsequenzen hat, auch steuerliche Konsequenzen hat irgendwo da. Ja? Sie haben noch bei der Vermögensteuer, und das gilt dann natürlich auch für die Erbschaftssteuer und für diese Dinge auch irgendwo das Bewertungsproblem, dass Sie dann bestimmtes Vermögen oder ein bestimmtes Asset haben. Wie wollen Sie das bewerten? Das ist wieder ganz einfach jetzt bei Roche, Novartis, CS und UBS irgendwo. Da brauchen Sie bloß auf den Knopf zu drücken, da haben Sie die Bewertung irgendwo. Nehmen Sie jetzt sowas auch nicht Uninteressantes wie Kunst irgendwo. Ja? Es gibt keine zwei Bilder, die wirklich gleich gut sind. Sie können nicht sagen, weil dieses Bild, das ist also 2 Minuten später entstanden, bei Christie's den Preis gebracht hat, ist das so viel wert? Das können Sie nicht sagen. Das kann sein, dass es ein schönes, anderes scheußliches Bild ist irgendwo. Ich bin gleich zu Ende. Ich meine, man soll, wenn dann, zu dem Thema Transaktionen gehen. Und wenn wir bei Transaktionen sind, haben wir der eine Punkt, also die soll freiwillig sein. Und B, dieses Thema Schenkung und beziehungsweise Erben und Schenkung, das ist eben nicht komplett freiwillig. Und deswegen sind diese Transaktionen nicht zu behandeln, wie wenn man einfach eine Tüte Kaugummi und eine Tüte Gummibären kauft. Herr Händler, ich würde gerne mit Ihnen, wie sozusagen, noch mehr in diese philosophische Frage noch einmal reinkommen und das Gespräch noch einmal versuchen zu drehen. Sie haben in diesem Buch Das Geld spricht ja dem Geld eigentlich eine Stimme gegeben. Und man merkt, Sie sind auch fasziniert von Geld und Sie sagen in diesem Buch auch den sehr schönen Satz, finde ich, das Geld hat dem Menschen nicht die Seele geraubt, sondern der Seele erst ein Gesicht gegeben. Fühlen Sie sich denn insgesamt komplett falsch verstanden? Haben Sie das Gefühl, wir denken ganz falsch über Geld und Vermögen nach und sehen nicht, was Großartiges aus Geld erwachsen kann? Ist das Ihr Punkt? Nein, also zunächst mal fühle ich mich sehr gut verstanden irgendwo. Ich wollte damit nur was anderes sagen, weil das Geld immer unheimlich negativ besetzt ist im Endeffekt. Mhm. Und ich meine, wenn man sich jetzt ein bisschen, man sollte als Professor, man sollte in jedem Einführungskurs für BWL, VWL, sollte man die Philosophie des Geldes von Simmel lesen irgendwo. Ja? Georg Simmel, ja. Einfach nur, das Geld hat einfach unheimlich viel zu unseren Freiheiten beigetragen. Ja? Eben Freiheiten von Leibeigenschaften und von solchen Dingen. Nur auf das wollte ich hinweisen. Nicht alles ist
Gut, was Geld ist. Und wenn jemand nur hinter Geld hinterher ist, dann ist eine arme Seele, sorry. Ja. Aber das Geld ist immer grundsätzlich so negativ besetzt. Und diese Freiheitswirkung eigentlich, die geht im Diskurs auch immer wieder unter. Und das wollte ich jetzt nicht allein, aber das war ein wesentliches Thema von dem Buch eben auch irgendwo. Da würde mich jetzt aber interessieren, warum brauche ich für meine Freiheit 200 Milliarden? Jetzt so Hausnummer, Jeff Bezos ist um den Dreh irgendwo zu Hause. Also die Zahlen variieren in meiner Kenntnis von 182 bis 271. Ich würde sagen, dreistellig darf man sagen. Mhm. Wofür brauche ich das für meine Freiheit? Wenn ich gleichzeitig weiß, dass ich, wenn ich, sagen wir, ich hätte 200 Milliarden, Hausnummer, ich bin immer noch Milliardär, wenn ich nachher dieses Geld umverteilt hätte zur Bekämpfung von Malaria, zur strukturellen Auseinandersetzung damit, was eigentlich soziale Gleichheit bedeutet, insofern als man zum Beispiel Bildungsstätten anders durchfinanziert auf einer demokratisch legitimierten Ebene und so weiter und so fort. Also diese ganzen Abgaben würden mich tatsächlich in meiner persönlichen Freiheit nicht tangieren. Sie würden mein Konto, mein Depotkonto wahrscheinlich tangieren. Dort ist vielleicht die ein oder andere Null dann weniger da. Aber grundsätzlich würde ich das wahrscheinlich nicht einmal mitbekommen. Und ich würde auch wirklich vorsichtig sein mit diesen Wertediskursen und Frau auch Engelhorn, mit, wie kann man Vermögen bewerten. Frau das Engelhorn, lässt sich schon machen. Lassen Sie uns bei dieser grundsätzlichen Frage bleiben, die Sie aufgeworfen haben. Schützen 200 Milliarden meine Freiheit? Nein, aber ich verstehe nicht, es gibt so viel dringendere Probleme, als auf dem Jeff Bezos mit seinen 200 Milliarden rumzureiten. Welche? Also zum Beispiel jetzt nehmen Sie das Klimathema ernst. Das Klimathema ist viel ernster, als die Politiker das alles sagen. Es gibt Berechnungen, die sagen okay, einfach... Okay, kann ich da ganz kurz Lassen Sie ihn ganz kurz ausreden. Ich sage nur das zu Ende. Wir haben zum Beispiel das Problem, wenn die CO2-Emissionen nicht nach unten gehen irgendwo, wenn die jetzt so weitergehen, sind ja Maßnahmen unterwegs, wenn die CO2-Emissionen so weitergehen irgendwo, ist im Jahre 2100 der halbe Planet unbewohnbar. Mhm. Da gibt es sehr seriöse Projektionen, die das aussagen. Mit solchen Dingen, die sind mir wichtiger, als ob jetzt der Herr Bezos 20 oder 200 Milliarden hat. Aber könnte man dann nicht alle Milliardäre besteuern und dieses Geld nutzen, um gegen den Klimawandel was zu tun? Eben. Ja? Bei der COP wurde ausgerechnet, ich glaube, es kostet 100 irgendwas Milliarden. Das zahlt der Bezos aus der Portokasse. Das heißt, der Bezos ist immer noch Milliardär und könnte es aus seiner Portokasse bezahlen, die Maßnahmen umzusetzen, die errechnet wurden bei dieser Konferenz, die wichtig wären für die Eindämmung des Klimas im Rahmen des Pariser Abkommens. Kann nicht sein, dass es uns wichtiger ist, Privatvermögen, die strukturell mit kollektiver Armut und kollektivem Prekariat verbunden sind, zu schützen. Es kann nicht sein, dass das wichtiger ist. Demokratie ist Minderheitenschutz, aber Vermögende sind nicht die Minderheiten, die wir schützen müssen. Jetzt muss man aber noch dazu sagen, dass diese Privatvermögen in Amerika durch etwas zustande kommen, was ich auch für falsch halte, weil es nämlich in Amerika eben nicht wie bei uns vernünftige Steuern auf die Einkünfte gibt. Das ist ein Punkt, wo man ansetzen sollte irgendwo. Dann hättet ihr auch nicht 200 Milliarden und da wäre ich jetzt auch dabei, weil wenn ich jetzt verdiene, wenn ich bei meinen Kunden bin und wenn ich am Monatsende gucke, was habe ich verdient irgendwo, muss ich die Hälfte abgeben. Ja? Also ich finde das auch nicht gut als Unternehmer, wenn jemand da gar nichts abgeben muss irgendwo. Ja? Also das sollte, wenn, dann für alle gleich sein. Und diese großen Vermögen, die Quelle davon ist diese völlig falsche Einkommensbesteuerung in Amerika. Also da bin ich ja völlig bei Ihnen jetzt. Ja? Aber dann sind wir uns doch in einer Hinsicht schon einig. Worum es eigentlich geht, ist demokratische Regeln zu finden, wie Vermögen besteuert werden sollen. Und darum geht es. Und da haben wir natürlich total viele praktische Probleme, weil unterschiedliche Länder unterschiedliche Praxen haben. Und das größte Problem, wenn wir jetzt dabei bleiben, wieder bei Vermögen, ist natürlich, dass es die Steuerschlupflöcher gibt, weil Vermögen schneller ist als jedes Wort. Bevor ich Besteuerung gesagt habe, ist das Vermögen verschwunden in Tax Havens. Ja? Und deshalb ist das ein Riesenproblem. Und ich finde auch nicht, dass man Probleme gegeneinander ausspielen soll, vor allem, weil man natürlich gerade das Umweltproblem auch ganz groß, also das größte Problem im Umweltproblem ist, dass es am Geld scheitert. Ja? Und wenigstens für die armen Länder, die die CO2-Maßnahmen ergreifen müssen. Insofern ist genau das Geld also Sie haben vollkommen recht, was wären wir ohne das Geld? Das Geld ist eine Freiheitsmöglichkeit, aber deshalb sollten wir das Geld jetzt auch nutzen, unsere Probleme in der Menschheit damit zu nutzen. Und das setzt Umverteilung voraus. Ich würde gerne auch noch einmal auf eine philosophische Idee zurückkommen, die wir gestreift haben, nämlich die Frage der Chancengleichheit. Es ist ja nun einmal so, haben wir darüber gesprochen, es gibt diese Lotterie im Leben. Milton Friedman, der bekannte amerikanische Philosoph und Ökonom, der sagte ja, das ist halt die Lotterie des Lebens. Es gibt diese quasi Glückszufälle, dass man halt gewisse Dinge bekommt, wie Geld, aber auch wie Ausbildung, wie kulturelles Kapital, intellektuelles Kapital und so weiter.
Aber das perpetuiert sich natürlich ganz extrem. Und Thomas Piketty, ein französischer Ökonom, der auch hier zu Gast war, der schlägt ja etwas Radikales eigentlich vor. Er möchte gerne eine Steuer, ich glaube, von 5% erheben. Und das wird in ein kollektives Erbe umgewandelt. Und jeder Bürger, jede Bürgerin soll mit 25 Jahren 120.000 Euro Startkapital bekommen. Um da wie so ein Break-Even zu haben, zu sagen, jeder, der 25 ist, kriegt dieses Geld aus der Erbmasse von allen, um dann eben etwas selber zu gestalten. Wäre das nicht eigentlich ein urliberaler Vorschlag, Herr Händler, dass man sagen würde, jeder ist eben seines eigenen Glückes Schmied, aber mit einem Grundbetrag, mit einem Kapital, auf das wir aufbauen können? Ich wäre da nicht total dagegen, aber ich glaube auch, dass das im Wesentlichen daneben geht. Diese großen Vermögen, jetzt auch der Jeff Bezos und vergleichbare Dinge, irgendwo der Bill Gates oder sowas, was dahinter steckt, ist ja nicht Geld, sondern Ideen. Das heißt, die Leute, die haben ja also am Anfang gar nichts gehabt, da waren die Eltern ja nicht reich in irgendeiner Form. Die haben sich das Geld zusammengepumpt von Family, Friends and Fools, wie es üblicherweise heißt bei den Bankern irgendwo. Und das finde ich jetzt auch wieder, ich bin da jetzt, wiederhole mich jetzt auch wieder, aber immer auf dem Geld, man müsste auf die Ideen hingehen irgendwo, man muss die Ideen fördern. Und was zum Beispiel jetzt auch das Klimathema betrifft, da gibt es aus meiner Sicht noch zwei Dinge anzumerken. Zunächst einmal, das ist möglicherweise alles gar nicht so teuer, also mit der CO2-Geschichte zu beschränken, weil mit den Economies of Scale von anderen Produktionsverfahren, da kommt dann, das wird meistens unterschätzt. Der eine Punkt. Der zweite Punkt, das sind Oil and Gas Industry oder sowas, das sind einfach Machtstrukturen und das sind aber nicht bloß die Saudis, das sind also auch die Gewerkschaften, da sind auch solche Leute mit beteiligt. Aber Herr Händler, ich möchte doch noch beim Thema Chancengleichheit bleiben. Also wäre es nicht gerechter, dass wir alle ein gewisses Startkapital hätten, denn immer zu sagen, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, diesen Traum in Amerika, Pursuit of Happiness und zu sagen, Tellerwäscherkarriere, jeder kann ja was aus sich machen, das stimmt ja so einfach nicht. Die Startbedingungen sind extrem ungleich. Wäre das ein Vorschlag, den Sie unterstützen würden, Frau Engelhorn? Ich finde ihn interessant. Ich glaube, man darf aber nicht vergessen, dass er ein bisschen etwas ausblendet, nämlich strukturelle Ungleichheit funktioniert ja nur dann, dass man sie abschafft, wenn man die Strukturen verändert. Das bedeutet, es reicht nicht, 5% des Staatshaushaltes zu finanzieren aus Vermögenssteuern und dann das umzuverteilen in einem kollektiven Erbe. Man muss auch schauen, wer hat den Zugang zu welchen Institutionen. Und das ist zum Beispiel auch so, dass wir jetzt tatsächlich ganz oft also einen privaten zweiten Weg haben, wie eine Art Fast Track im Bildungssystem, wo es auch viel über Beziehungen geht und über Macht. Das hat der Herr Händler sehr gut gesagt. Macht ist das wahre Problem und es steckt in Vermögen einfach auf einer gewissen Summe drinnen. Und nochmal zu Bill Gates. Seine Mutter saß am Board als CEO, im selben Board wie der CEO von IBM und hat ihn überredet, doch ein bisschen was in die Firma des Sohns zu pumpen. Warren Buffett ist der Sohn eines Congressman, eines Abgeordneten in den USA, der eine Investmentfirma besessen hat. Jeff Bezos hat auch jetzt nicht alles als Einkommen selbst erwirtschaftet. Es ist lustig, weil wir jetzt dauernd über die USA sprechen. Ich bin hier in einem Land, wir sitzen hier in einem Studio, in einem Land, in dem 95 Milliarden vererbt worden sind. Also es geht ja nicht nur um diese ganz Großen, es geht auch um diese vielen kleineren Erbe. Genau, das ist plakativer. Von 2 Milliarden zum Beispiel. Genau. Also man kann es besser sehen, aber nehmen Sie Deutschland. Zwischen 2011 und 2014 wurden 37 Milliarden an Minderjährige vererbt. Das ist mehr als alle Pflegekräfte zusammen verdienen. Aber ich würde gerne Sie noch einmal festnageln auf den Vorschlag von Piketty und Sie fragen, weil Sie immer sagen, das ist ein strukturelles Problem und Sie möchten natürlich auch nicht wirklich Vorschläge machen mit Tax Me Now, weil Sie sagen, das brauchen wir, müssen wir demokratisch legitimieren. Aber vielleicht haben Sie ja doch eine Vorstellung. Was wäre denn gerechter? Also wenn Sie nicht ein Startkapital vergeben wollen, was schwebt Ihnen denn vor, also, um Chancengleichheit herzustellen? Startkapital finde ich schon interessant. Ob jetzt das genaue Piketty-Modell der goldene Weg ist, das kann ich nicht sagen. Dafür braucht es einfach den Diskurs von vielen. Wir müssen das multiperspektivisch angehen. Das ist der große Vorteil von demokratischen Prozessen, dass wir die Möglichkeit haben, alle Menschen, die es betrifft, auch einzubauen in den Prozess und in die Diskussion. Und nicht nur die Mächtigen, die akademisch gebildet sind, weiß sind in der Regel, vermögend sind in irgendeiner Form oder zu den sogenannten obersten 10% gehören, solche Sachen. Ich fände aber interessant auch zu schauen bei der Vermögenssteuer, was man ehrlich sagen muss, da geht es schon darum, Vermögen abzubauen auch. Und zwar aus dem genau dem Grund, dass es demokratisch so gefährlich ist, wenn manche wenige Menschen
Vermögen und somit Macht konzentrieren und das dynastisch weitergeben, sodass immer dieselben Familien in den Machtpositionen bleiben. Das sind neofeudale Strukturen. Und damit sich auseinanderzusetzen, das bleibt uns nicht erspart, nur weil wir ein Startkapital einziehen. Ich möchte gar nicht immer so schnell auf diese ganz großen Begriffe wie neofeudale Strukturen zu sprechen kommen, sondern noch einmal zu diesen beiden Münzen hier kommen. Also was mir irgendwie einfach nicht einleuchtet philosophisch, ist, warum ich auf einen geerbten Franken keine Steuer bezahle, aber auf jeden Franken, den ich erwirtschafte, also alles, was ich einnehme, meine Einkommenssteuer, die ist ja viel, viel, viel höher wie die Vermögenssteuer. Eigentlich ist doch das, auch wenn man liberal denkt, überhaupt nicht liberal gedacht. Überhaupt nicht, finde ich auch. Also deshalb, ich würde die beiden Diskussionen, also ist man jetzt sehr stark egalitaristisch oder will man Reichtum beschränken, für beides bin ich, aber die kann man abkoppeln von der Frage, die Sie jetzt aufwerfen, dass nämlich nach der Standard-Common-Sense-Auffassung von einer liberal-demokratischen kapitalistischen Gesellschaft, das eigentlich auch schon nicht zu erklären ist. Ja? Also wir zahlen auf alles Einkommensteuer zumindest, dann würde man auch zumindest sagen, das Minimum ist, dass man auf Erbschaft Einkommensteuer zahlen muss. Ja? Und das zum Beispiel bleibt schon unklar. Jetzt zu dem Vorschlag, den Sie vorhin noch mal von Piketty gebracht haben und anderen, der hat jetzt auch so ein bisschen was Amerikanisches, weil man da ein Startkapital braucht, damit man überhaupt zum College gehen darf. Deshalb ist, glaube ich, der Punkt, den Frau Engelhorn gemacht hat, schon wichtig. Man muss gucken, also die Grundidee philosophisch ist jetzt wieder, einfach Leuten nur was wegnehmen, also zum Beispiel Erbschaft, und damit alle schlechter gestellt sind, dann hat man sie zwar gleich gemacht, aber es ist trotzdem eine schlechte oder noch schlechtere Situation. Eigentlich muss man alle besser stellen. Und das heißt natürlich, diejenigen, die eben sowieso schon schlechte Startchancen haben, in Versuch, möglichst gute Startchancen zu bringen. Und das können wir ein Stück weit über Geld tun, aber wenn Sie jemanden haben, also jetzt in Deutschland zum Beispiel migrantische Einwandererkinder, die nicht richtig Deutsch sprechen, die nur eine Hochschule, die gar keine eine Hochschulzugangsberechtigung haben, denen jetzt 20.000 D-Mark zu geben, Euros zur Schuldung zu geben, wird auch nicht so viel nutzen. Also man muss denen natürlich erstmal die Startchancen von Anfang an zu geben. Und das heißt, man muss eben auch in Schulbildung und so weiter, also jetzt wird es ein großes Thema, investieren. Aber das sind die strukturellen Maßnahmen. Man muss jetzt erstmal sehen, dass man die finanziert. Insofern muss von den Steuern natürlich auch was in die allgemeine Aufrechterhaltung sozusagen von eines Bildungssystems und einer Infrastruktur gehen. Herr Händler, was heißt denn für Sie chancengerecht? Würden Sie sagen, Ihnen ist das Konzept gar nicht so wichtig oder haben Sie einen anderen Begriff von Chancengerechtigkeit? Ich darf schon noch anmerken, ich bin gar nicht komplett gegen eine Erbschaftssteuer, ich bin bloß gegen eine konfiskatorische Erbschaftssteuer. Ich bin dagegen, dass das 90% ist oder sowas. Zum Beispiel fände ich, es ist ja richtig, dass das schon gewisse Vorteile gibt irgendwo. Und zum Beispiel, was mir jetzt so spontan einfällt, wäre zum Beispiel, dass man eine vernünftige Erbschaftssteuer macht, also eine vernünftige, jetzt aus Unternehmenssicht immer irgendwo, und dass man dieses Aufkommen, was da aufkommt, dass man das gezielt jetzt in den Piketty-Fonds reingibt oder so etwas. Das hätte ich für sinnvoll. Mhm. Bloß ich bin dagegen, zu sagen, nichts erben, und 90% heißt nichts erben irgendwo. Eine vernünftige Erbschaftssteuer, why not? Ja? Das halte ich auch für gerecht, berechtigt irgendwo. Aber man darf das eben nicht übertreiben und das darf eben nicht gehen in Richtung nichts erben, weil das würde die Gesellschaft komplett umschmeißen. Das sind eigentlich meine allerliebsten Gespräche, wenn man merkt, es gibt Teilkonsens, aber nicht überall. Und das ist manchmal irgendwie das Interessanteste. Zum Schluss ganz kurz an alle von Ihnen die Frage, was würden Sie gerne erben, wenn Sie frei wählen könnten? Ich meine jetzt nicht zwingend Geld. Was würden Sie gerne erben, Frau Engelhorn? Eine Gesellschaft, in der es völlig egal ist, in welche Familie ich hineingeboren bin, weil ich ganz bestimmt gut versorgt bin, weil das soziale Netz gut durchfinanziert ist. Ich würde gerne einen Twombly erben, weil ich mir den nicht leisten kann. Einen was? Entschuldigen Sie. Cy Twombly, ein Bild von Cy Twombly. Also Kunst. Man sieht wieder den Kunstliebhaber. Ich finde, ich bin schon wahnsinnig privilegiert, dass ich in diese Gesellschaft hineingeboren worden bin mit diesen Chancen und dass ich das aus meinem Leben machen konnte, was ich bis jetzt daraus gemacht habe. Toi, toi, toi. Insofern glaube ich, ich habe schon sehr ausreichend geerbt. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Danke, dass Sie zugeschaltet waren. Danke, Frau Engelhorn. Danke, Herr Händler. Danke, Herr Gusepat. Ja.